Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch unterwegs mit Sidon hier auf der Insel des sprudelnden Wassers und wollen jetzt nach da oben, und ich denke, dass uns da wahrscheinlich ein Boss oder sowas erwarten wird. Wir werden sehen. Ich rede nochmal mit ihm, damit wir hier nach oben kommen. Wenn wir den Wasserfall hochschwimmen, finden wir ganz sicher die Quelle des Schlamms. Bist du bereit, Link? Ja, klar. Alles, also gut, dann schnell nach oben. Oder los, hat er gesagt. Plutsch. Sidon aus dem Dorf der Soras. Dann wollen wir mal loslegen. Hä? So, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Hier hinter war ja nichts mehr, ne? Glaube ich. Wartet mal. Naja, ich hoffe einfach mal nicht. Ich muss nachgucken. Da, dahinter? Nee, scheint nicht so. Oder könnte noch eine Truhe sein eigentlich hier hinten irgendwo? Da unten drauf irgendwie? Vielleicht aber auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Gut, gehen wir mal nach oben. So. Der Wassertempel. Jetzt sind wir erst im im Dungeon, die große Wasserquelle von Hyrule. Okay. Oh mein Gott, sieht das schön aus hier. Aber habe ich dann jetzt hier auf der Insel irgendwas verpasst? Hätte ich mich lieber nochmal auf den kleineren Inseln richtig umschauen sollen? Ich meine, ich denke mal, wir können hier bestimmt nochmal hoch wieder. Wir haben ja den Schrein. Da können wir uns dann auch nochmal genauer umgucken. So, da scheint es auf jeden Fall ein Monster zu geben. Ich will hier mal abspeichern. Sicher ist sicher. Moment, ich trinke nur mal einen Schluck. Hab ein bisschen Angst. Wir werden jetzt bestimmt außenrum erstmal Dinge tun müssen. Damit wir dann da in die Mitte kommen. So sieht das für mich zumindest aus. Ich rede erstmal mit Sidon, was er dazu zu sagen hat. Dann schauen wir mal. Was für ein fantastischer Ort und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf im Himmel schwebt. Oder am Himmel. Link, schau nur. Das ist der Ursprung des Schlamms, überhaupt kein Zweifel möglich. Was immer es auch genau sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ja. Das ist die Lösung. Schau da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Okay. Okay. Starke Sonaniumlanze. Nee, halt. Anders. Ich wollte mal gucken. Also die Stäbe haben ja nur 8 Stärke quasi. Hier will ich aber trotzdem mal ein Foto machen. So. Wäre sogar noch schlechter als mein Stab. Okay. Dann soll mir das genügen als Antwort. Nee, warte mal. Nimm mal erstmal das hier. Was soll ich hier machen? Warte mal, kann ich mir das vielleicht über die Flächen da... So, hier drüber. Ah ja, super. Kann ich hier den Schlamm so ein bisschen wegmachen? Da wäre noch welcher, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich gucke erstmal, was hier drüben noch ist. Ich denke halt, wir müssen irgendwie erstmal auf diese Inseln darüber. Die Frage ist nur, wie? Oh, da unten ist eine Truhe. Aber wenn ich hier runtergehe, komme ich dann irgendwie wieder hoch?
Glaube nicht, ne? Nur über den großen Wasserfall. Ich will sie mir trotzdem holen, Leute. Wassertempel U1. Haben wir erstmal die Truhe. Ein Saphir. Okay. Dann gucken, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Ich könnte hier hochklettern. Sonst ist hier nichts, ne? Sonst ist hier im Wasser so nichts. Nein. Na gut, dann geh mal wieder hoch. So. Müsste mal da rüber, glaube ich. Ich kann ja mal hier da nach oben klettern. Das müsste gehen. Hier an der Seite. Gucken, ob ich von da oben vielleicht ein bisschen besser sehe. Lass mal los. Okay, also da oben dreht sich noch irgendwas. Oh. Also ich glaube nicht, dass ich da schon in die Mitte so richtig rein muss. Ich denke, ich muss hier irgendwie nach oben. Aber das schaffe ich halt nicht zu springen. Das ist viel zu weit. Da auf jeden Fall nicht. Vielleicht darüber. Wenn ich von da ganz oben rüber springe. Könnte ich das schaffen? Ich kann aber auch einfach hier über diese Steine rüber. So geht's doch. Okay, machen wir erstmal hier die Konstrukte. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich wollte ein Foto machen eigentlich von dir. Ja, müsste ich, okay. So, einen nach dem anderen am besten. So. Waffentasche ist voll. Das wäre aber besser als der Stab hier zum Beispiel. Ob ich die Stäbe... Ich probiere die mal aus hier an den Viechern. Das haben wir jetzt. Das haben wir auch. Okay. Wartet mal, ich speichere wieder, damit ich den nicht nochmal erledigen muss. Ich glaube, das ist bei mir doch die sicherere Variante, wenn ich zwischendrin immer mal abspeichere. So. Okay, wartet mal. Wie mache ich das jetzt mit diesen Stäben hier? Einfach mal probieren. Yes. Nice. Oh, die gefallen mir. Die gefallen mir. Oh, mein Gott. Alles klar. Sehr gut. Okay, das ging gut. Das ging richtig gut. Das nehme ich sehr gerne mit. Okay.
Waffentasche ist voll. Die Lanze wäre jetzt auch besser, aber die Stäbe gefallen mir. Die Stäbe gefallen mir richtig gut. Die werde ich jetzt, glaube ich, erstmal benutzen und ja, kaputt machen oder so. Also bis sie halt kaputt gehen. Diese Kugel, wo muss die hin? Gute Frage. Vielleicht erstmal aus dem Wasser raus. So. Muss die nach da oben irgendwie? Wahrscheinlich. Da unten ist nichts. Ich muss da hoch mit der Kugel oder muss die Kugel da unten irgendwo hin? Das ist eine hervorragende Frage, ne? Wo muss diese Kugel hin? Oben drauf? Ich weiß halt nicht, was da ist. Da komme ich so aber auch nicht hin irgendwie. Ah, das ist halt ein bisschen doof, dass man so an einige Stellen nicht gut rankommt. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Wie komme ich da nach oben? Kann ich die Kugel da oben dran kleben? Mal so gefragt. Komme ich bis hin überhaupt? Nee, ich krieg sie, glaube ich, gar nicht hoch genug. Nee, nee. Dann wüsste ich jetzt aber auch gerade nicht, muss ich ehrlich sagen, wo die hin soll. Dann lasse ich sie erstmal hier liegen. Sonst ist ja hier gerade nichts. Ich könnte halt den Schlamm noch wegmachen. Mit Wasser. Wartet mal, ich hole mir mal so einen. Ich habe doch bestimmt so einen Spritzer hier irgendwo in meinen Dingern drin. Genau, aber nur einen. Ja, ist egal. Ich nehme den trotzdem mal raus. Zur Not gehe ich nochmal zu so einem Kapselspender. Achso, wartet. Da nehme ich jetzt aber nicht den guten Stab dafür. Ich will nur mal gucken, ob hier irgendwas ist, wo ich diese Kugel aufsetzen kann vielleicht. Eventuell haben wir Glück. Wahrscheinlich aber eher nicht. Nee. Ah, wartet mal, hier. Ah, alles klar, okay. Ja, den muss ich jetzt leider hier lassen. Schade, den kann ich nicht mehr einstecken. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal die Kugel da hochbringen. Ich denke halt, dass die da oben irgendwo hin muss. So. So. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Dann werde ich direkt hinterher huschen. In der Hoffnung, ich schaffe das rechtzeitig, bevor die Kugel da irgendwo runterfällt. Könnte sein, dass sie sogar direkt dahin hinfällt, wo sie hin soll. Schauen wir mal. Ich glaube nämlich, die muss da unten drauf. Hm? Naja, fast. So. Okay, das heißt, sie muss aber erstmal das Wasser weg. Das Wasser muss weg. Ja. Da ist erst nochmal ein Schleim. Um.
Dann geht das hier nach oben, würde ich mir vorstellen können. Ich gehe mal den Wasserfall da nach oben und guck mal, was da passiert, wenn ich da oben irgendwas mache oder ob da irgendwas ist. Nee. Nee, ich könnte halt jetzt da drauf. Bringt mir so erstmal noch nichts. Ich gehe mal hier rüber. Oh, oh Gott. Ich hoffe, mich trifft hier nichts. Oh. Hier rüber. So. Oh, Falle. Nicht rein. So. Kannst du hier hochschwimmen? Nee. Versuch mal von hier aus jetzt auf eine dieser anderen Inseln darüber zu kommen. Ist gar nicht so einfach. Ist hier alles ziemlich glatt. Also wir müssten das doch schaffen, da hinzukommen. Jetzt habe ich natürlich meinen Wasserspritzer nicht mehr. Leider. Ein paar Wasserfrüchte habe ich aber noch. Und ich habe hier diese Blase, die ich benutzen kann. Wartet mal, ich versuche mal gleich hier rüber zu kommen. Vielleicht kann ich hier oben schon irgendwas machen. Was ist das hier? Ist da was? Da ist ein Wasserrad drin, ja. So, das hier. Ja, das kriegen wir doch hin. So. Ich würde mal sagen, ich mache so oben und unten eins dran. Also das würde ich dann gerne hier so hinmachen. Allerdings so, bisschen schräg halt. Naja. Nee, das ja, so, so. Stopp. Oh. Nein. Da oben will ich das drauf haben. Ist das jetzt? Ja, relativ mittig. So, und dann bewegen wir das mal. So. Bewegt sich schnell genug? Ja, es macht irgendwas. Es feuert das hier an. So, es feuert das hier an. Jetzt müssen wir hier irgendwas dazwischen packen. Damit hier sozusagen, naja, wie Strom geleitet wird, ne? Ist die Frage, was? Haben wir hier noch irgendwas zum Aufheben? Außer die Kugeln. Wahrscheinlich brauche ich da von da unten irgendwie was. Ich gehe nochmal da runter. Oh nee, ein Schleim. Ich hasse Schleime. Und es ist ein Feuerschleim, oder? Ja. So. Okay. Sehr gut. Okay.
Gut. Sonanium-Schild mit 11 Haltbarkeit. Den brauche ich nicht, aber ich will den raustun aus der Kiste. So, wartet. Den auf dem Boden. Dann nehme ich den wieder mit. Genau, und den hier will ich fotografieren. So. Ja. Und dann möchte ich gerne diese Kugel hier noch fotografieren. Moment, so. Ja. So. Und die Feuerfrucht natürlich. Halt. So. Feuerraubschleimstein. Ob man diese Steine sich auch an, Was mache ich denn? Ich wollte noch was weniger als 15 hat. Nee, dann ist es eh schlechter. Aber kann ich das noch fotografieren? Moment. Ja. Okay. Haben wir wieder ein paar Fotos gemacht. Das gefällt mir. Da nach oben. Hier war auch noch eine Truhe eingesperrt. Da hole ich mir jetzt mal die Kugel von da drüben. Und mache mir damit den Schleim weg. Moment, da muss ich hier rüber. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kann ich noch eine Kugel haben, bitte? So. Okay. Ich glaube, bis darüber bekomme ich die Kugel nicht. Pfeile. Okay. Sehr gut. Jetzt da hoch. Wie komme ich da nach oben? Schaffe ich das, darüber zu springen an diesen Pfosten? Das könnte gerade so gehen. Ich speichere mal ab zur Sicherheit. Aber ich denke, das könnten wir schaffen mit diesem... Hui. Ja. Sehr gut. Kannst du hier stehen, Link? Nee. Aber du kannst fast kopfüber klettern. Das finde ich gut. Hier oben waren wieder Konstrukte und Viecher, habe ich gesehen. So. Was bist du? Oh, oh. Weg, weg, weg. Okay. Die Feuerschleime, die hätte ich auch gerne noch. Und da hinten ist noch ein Konstrukt. Das habe ich jetzt aber auch fotografiert. So, kurz abspeichern. Ist mir egal, ob das jetzt übertrieben ist mit dem Speichern, aber ich glaube, so ist es für mich am einfachsten, dass ich hier nicht alles doppelt und dreifach machen muss. Sind auch wieder so Pustefixe, die ich irgendwie benutzen kann. Dann kommt hier eine Blase raus, ja. Ja.
das ist echt gut mit dem Elektroschaden hier. Huch, nicht ins Wasser fallen. So, wartet mal, den Bogen. Das ist ein, was für ein starker oder ein mächtiger? Was habe ich jetzt gerade gesehen? Mächtig. Der ist sogar, ja, der hat 24, genau. Da schmeißen wir so einen hier weg und nehmen den mit. Und machen wir so. Okay. Bleib aber mal bei... Nee, halt, stopp, die Waffe hatte ich ausgerüstet, die da. Bei der Waffe. Da hinten ist ein Schleim gestorben. So, okay. Auch irgendwas, was ich da dazwischen dingseln kann. Das mit dem Wasser hier ist halt echt blöd. Aber ich habe hier irgendwo doch Kugeln gehabt, die ich mit mir rumtragen kann. Da kann ich mir doch den ganzen Schleim hier einfach mal wegmachen. Es wird jetzt zwar so ein bisschen dauern, aber besser als nichts. Da oben wäre noch eine Truhe. Da würde ich hochkommen, wenn ich hier mir eine Rampe anlege. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen den Schleim weg. Oder den Schlamm. Da war nix. Da haben wir noch was, da haben wir noch was. Und da hinten. Wird jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, es ist okay. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwas finden, aber ich meine, gut, das habe ich bei der ersten Insel auch nicht gedacht und dann war da doch was, ne, unter diesem Schlamm an der einen Stelle. Da ist auch nichts. Okay. Ganz kurz warten wieder. Nur nicht kaputt gehen, bitte. Ich könnte mal versuchen, ob ich da so eine Kugel dazwischen packen kann. Ich meine, Wasser leitet ja auch irgendwie Strom, oder? Was war das hier eigentlich gerade? Habt ihr das gesehen? Da ist eine Waffe oder sowas. Da unten. Kann ich mir das greifen? Ja. Ein Bogen. Ein starker Konstruktbogen. Es ist der gleiche, den wir tragen. Okay. Ja, genau. Habe ich hier gerade. Sonst, da unten ist auch noch eine Truhe. Versteckt hier die Sachen. Sehr versteckt. Und noch ein Opal. Sehr gut. Sonst noch was, was ich hier entdecken kann gerade? Nee. Ach, wartet mal. Achso, nee, das war diese komische Plattform. Ich habe gerade gedacht, ich habe da so einen grünen Stein gesehen. Also hier sind ja mal so grünliche Steine manchmal an der Seite irgendwo dran. Da drüben zum Beispiel an diesen... Da an diesen Steinen, das, da war doch sowas dran. Da, das da zum Beispiel, da. Ich habe gedacht, dass ich das greifen könnte, aber offenbar nicht. Nee. So, eine neue Kugel. Dann mache ich hier drüben noch den einen Schlamm weg. Ich könnte versuchen, mit diesen Plattformen da hochzukommen. Das würde auch gehen. Nein. Komm hier. So. Dann war noch zweimal Schlamm. Da wäre auch noch mal welcher.
Hier ist nix und da wäre nochmal welcher. Ich könnte es auch mit Wasserfrüchten machen, will ich aber nicht, weil die sind halt rar. Das bringt mir ja alles aber nicht wirklich irgendwas. Mache ich das jetzt auch noch weg? Ich glaube nicht. Ich lasse es einfach da. Da komme ich so nicht ran. Also ich glaube, wenn ich hier so springe, das schaffe ich nicht bis rüber. Ich könnte mit der Blase, die da oben runterkommt, nochmal hochgehen. Und dann versuche ich einfach mal, ob ich da eine Blase dazwischen machen kann. Da oben. Ob das auch was bringt. So, wartet, jetzt muss ich hier ganz, ganz fix sein. Na komm. Boah, das dauert ja ewig. So. Ja, also ich probiere es mal, ob ich hier eine Blase einfach dazwischen spannen kann. Und ob das geht. Wasser leitet ja auch Strom. Wenn das denn Strom ist. Kann ich eigentlich diesen Sockel hier aufheben? Nee. Aufheben? Ah, das funktioniert! Das ist ja geil. Okay, das funktioniert. Super. Da haben wir hier das aufgemacht. Jetzt muss ich mal gucken, was das überhaupt bewirkt. Die Kugel darf jetzt vorher natürlich nicht kaputt gehen. Sonst komme ich da nämlich nicht wieder raus. So. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Nein, oh Gott. Achso, ich komme, aber von draußen komme ich wieder von drinnen komme ich wieder raus. Was muss ich hier machen? Das kann ich nicht greifen. Das muss ich halt wahrscheinlich bewegen irgendwie. Was es aber nicht macht. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Da oben ist dann auch nochmal so ein Ding. Ich lese mir mal kurz auch nochmal die Quest durch. Oh. Untergeschoss. Okay, da ist irgendwas Gelbes. Da ist ein Eingang oder sowas. Ich will da nochmal hin, wo ich vorhin runter bin. Wo ich die Truhe aufgesammelt habe. Wisst ihr, was ich meine? Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Hier. Da muss es irgendwo reingehen, offensichtlich. Ja, da, oder? Geh nochmal auf die Karte. Ich bin jetzt dort. Darüber. Kann ich darüber? Ja, denke schon. Geh mal da hoch. Oh Gott. So. Aha. Aha. Okay, wie komme ich hier vorbei?
Kann ich den Schild nach oben halten? Nein. Wie komme ich hier vorbei? Vielleicht, wenn ich die Truhe von hier oben mir über den Kopf halte. Wo ist denn die? Segel aufspannen. Ist die hier noch? Ja, sie ist da noch. Wenn ich mir die hole und vielleicht so dann über den Kopf halte. Das ist eigentlich eine... Huch. Naja, wahrscheinlich ist es so nicht gedacht, wenn ich die überhaupt darüber bekomme. Na... Nein, Mist. Falsch abgelegt. Jetzt ist sie weg, ne? Okay, ja, so ist es wahrscheinlich aber auch nicht gedacht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, wie es hier weitergeht, Freunde. Ich könnte nochmal versuchen, auf diese Insel hier hochzukommen, um die Sache mit der Kugel zu lösen. Aber auch da weiß ich nicht so recht, ob ich die vielleicht... Ah, wartet mal. Ob ich die vielleicht mit dieser Plattform nach unten drücken kann, die Kugel? Probier's mal. So, wo jetzt hin? Da? Hallo? Okay. Kann ich mir das von hier oben nochmal angucken? Da ist aber auch kein Schalter oder sowas, ne? Gehen wir nochmal darüber. Ich probiere nochmal, ob ich mit der Kugel irgendwas gelöst bekomme. Ich habe mir jetzt die Truhe da drüben auch noch nicht geholt, ich weiß. Diesen Wasserfall hier, kann ich den... Ja, den kann ich hoch. Ja, habe ich ja schon... Stimmt, habe ich ja schon einmal gemacht. Da unten ist das Feuer. So. Ich kann höchstens probieren, ob ich halt hier mit diesen Plattformen die Kugel ins Wasser gedrückt bekomme. Das versuche ich mal. So. Es würde, glaube ich, gehen. Allerdings müsste ich die da anbringen, genau. Nee. Wartet mal. Nein, ah. Achso, die schwimmt natürlich nicht, weil die jetzt nicht an ist, ne? Schwebt, meine ich natürlich, nicht schwimmt. Mach mir mal so eine Art, wie soll ich sagen, U-Form davon. Und probier mal, ob das dann vielleicht die Kugel runterdrückt. Wartet mal. Kann das hier anfassen? Aha. Aha, aha. Ah, ich habe eine Idee.
So, Batterie muss erstmal aufladen. Ich werde schon mal hier was präparieren. So. Ich glaube auch, der ist falsch rum dran hier. Bei denen weiß ich irgendwie nicht, wie rum die müssen, damit die sich hochbewegen. Ah, okay, so, so rum. Das heißt, das ist schon richtig rum so, ne? Ja, ist ja okay. Warte. So. Jetzt dürfte es ja nicht mehr zugehen eigentlich. Ich will das andere da noch dran machen. Wenn die Batterie ausgeht. Hier ist jetzt auf jeden Fall das ganze Wasser weg. Moment. Kannst du das mal da oben drauf? So. So, dürfte jetzt eigentlich nicht zugehen, oder? Wenn es jetzt ausgeht. Jetzt ist die Batterie leer. Ja, sehr gut. Alles klar, jetzt kann ich mich hier erstmal umschauen, ob hier noch was Interessantes ist. Da nicht. Da auch nicht. Hier drumherum irgendwo. Auch nicht. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich hier mit diesen Dingern machen soll. Ich kann die nicht anfassen. Keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, vielleicht das Rad drehen, aber ich weiß nicht wie. Das geht nicht. Keine Ahnung. Da muss irgendwie Wasser drauf, glaube ich. Was soll ich machen? Also ich habe keine Ahnung, Freunde, wie das hier mit diesen Wasserrädern funktioniert. Das hier ist jetzt erstmal offen. Was ja, glaube ich, nicht schlecht ist. Vielleicht kommt jetzt da irgendwo Wasser raus? Nee. Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht muss das Wasser irgendwo anders hin? Oder ich muss hier so eine Kugel drauf? Nee, das ist ja auch Quatsch. Ich sehe gerade da oben. Da ist ja ein Loch drin. Da ist ja ein Loch drin und da kann man rein. Oder da ist Schlamm drin auf jeden Fall. Okay. Alles sehr kurios. Wir werden mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Wir müssen, denke ich, einfach alle von diesen Dingern aufmachen. Da drüben sind halt nochmal zwei. Also alle von diesen Dingern aufmachen und dann kommen wir vielleicht da unten rein oder so. Allerdings glaube ich halt auch, dass wir irgendwie schaffen müssen, die Räder zu bewegen. Und wie das funktioniert, da habe ich jetzt erstmal noch keine Ahnung. Finden wir bestimmt auch noch raus. Na gut, dann soll es das aber erstmal gewesen sein für heute, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei, hier bei Tears of the Kingdom. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!